Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tekken 8 Video Online-Rangmatches Nummer 2 mit Ling Shoyu. Denn im ersten sind wir gut nach vorne gekommen, dann hatten wir aber ein Yoshimitsu mit einer, ja, roughen Verbindung. So, und jetzt kommen wir wieder zu einem Dragono. Wollen wir mal gucken, wie wir uns gegen den behaupten? Aber bisher Round läuft's. Fight. Nee, das will er nicht. Punish. Round 2. Fight. Ach ja, ich hätte warten sollen. Tschüss. Round 3. Fight. Na? Oh, er will. Er will. Er will. Warum nicht? Jetzt kommt gleich der Bruder. Mal gucken. Round one. Ah, keine Ahnung. Fight. Round 2. Fight. Wenn du was willst, ja. Round 3. Fight. Da hätte ich ein bisschen warten können, aber ja, was soll man machen? Getroffen. Tschüss. You win. Okay, das war doch schon mal nicht schlecht für den Anfang. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Alles klar.
dann ja, hören wir uns im nächsten Fall. For the next battle. Alicia, oh nein! Unser Albtraum ist da! What the fuck? Und das noch in meiner Lieblingsstage. Na super. Oh, okay, schnell weg mit der Scheiße. Come on! Round one. Fight! Kann der. Und Konter. Immer Konter. Immer dieser Konterscheiß. Ja, ja. Na denn. Round 3. Fight. Diesen Kopf kann ich nicht entweichen. Fight. Weg. Ab auf den Sondermüll mit dir. Also, bis auf den Kopf check ich nichts. Bis auf den Kopf, den ich nicht checke. Geht's. Aber das ist wirklich so ein Krebsgegner. Round 1. Fight. Am Arsch? Über meine Schulter kommst du! K.O. Round 2. Fight! Oh ja, das geht auch hinterm Kopf, okay? Okay. Na dann. Also ganz ehrlich, Wall Carry geht noch. Round 3. Fight. Jetzt nur noch mit dem Scheißkopf oder was? Okay, jetzt liegt er mit Knöpfe. Okay, ja. Fight.
You win. Woo! Ab auf den Sondermüll mit dir, Alicia. Da kann ich nichts anderes zu sagen, auch wenn es da draußen Alicia-Fans von mir gibt. Entschuldigung. Aber ich habe irgendwas gegen den Charakter. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. So, Leute. Das geht schnell hier. Das ist richtig super. Das geht sehr schnell. Oh nein! Ah! Alicia! Es kann nur schlimmer werden. Round one. Aber das Design. Fight! Als ob? Nein? Round two. Fight. Das ist ein bisschen zu riskant. Das habe ich gerade gemerkt. Also an der Wand sollte ich das nicht machen. Fight. Die ist danach so krass im Minus. Ich hätte es anders probieren sollen. Hey, okay. Warten kann ich auch. Fight. Kann ich auch, aber... Okay, ich habe die Eifer nicht getroffen. Das ist mistig. Das ist sehr mistig. Fight. Erwartet. Ah, jetzt etwas besser. Okay, ja. Ich habe mich da ein bisschen jetzt blöd angestellt, aber was soll man machen? Ist halt Alicia. Ach so, haust du ab. Ah, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. So. Das ging schnell wieder. Achso, Sena, das ist schon mal was. Das ist schon mal wieder was. Das ist gut für mich. Ich brauche Erfahrung. Round 1. Fight. Der ist gut. Nee, da musste ich das machen. Round 2. Fight. Ah!
Okay, der war gut. Ich kenne aber persönlich einen besseren Spieler. Fight. Wenn du liegen bleibst, dann mache ich den. Round naja, okay, two. Soll ich nicht machen. Das könnte. Fight. Okay, ja, Bewegung ist alles, aber was soll man machen? Das war auch gut, meine Güte. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. So, meine lieben Leute, da ist er wieder. Der nächste Kampf, Ding Shoyu. Get ready for the next battle. Ein Jin, okay. Wenn wir endlich die Möglichkeit haben, Jin zu besiegen. Irgendwie ist es versetzt. Oh nein. Frame drops. Round one. Fight. Fuck, er hat vergessen. Der hört ja auf. Der hört ja nicht auf. Scheiße. Ah, der Heat Crush. Der Heat Crush. Ja, der Kick ist gut. Das war wirklich gut. Okay.
Ach, das hat Theo. Ich vergesse es. Ist mir egal. Classic, Baby. Auch wenn ich hier lange nicht mehr den Klassiker mache, aber... Ja. Okay. Der Gym Player macht es nicht so arg gut, aber machbar. Es, im Intro ist es nur versetzt. Warum? Im Kampf nicht. Das ist ja auch gut. Okay, Double Face Kick. Ach ja, da kann ich ja nichts machen. Ja, da bin ich nah dran, da geht's. Round two. Da geht's. Fight. Also wir können den Kampf auch schnell machen. Das geht auch. Fight. Nee, den geht's gut. Shio, den geht's bestens. Okay, wir sind im grünen Rang angekommen. Na dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Get ready for the next battle. So, meine Damen und Herren. Oh, das erste Mal. Jack 8 hat hier die Tekken 4 Gym. Glaube ich mal. Oder Unterwurst. Aber jedenfalls, ja. Unser erster Jack 8. Round mal gucken, Baby. Fight. Das geht ja ab. Okay. Es geht weiter durch die ganze Arena, Baby. Naja, dann nicht. Ja, der hat Glück, weil er seitlich aufgestanden ist. Das muss ich noch lernen. Wie ich die Gegner besser verfolge, weil das war, das ist so eine der guten. So, das geht auch nach unten. Das geht auch nach unten. Okay, gut. Ja, gut. Das ist. Tja, über meine Schulter.
Nicht hinlegen. Über meine Schulter. Fight. Oh, ich dachte, das geht. Das geht! Ich dachte, das geht! Verdammt! Blöde Raygun, Mann! Blöde Raygun! Naja, egal. You win. Yo! Naja, ganz einfach will ich nicht nennen, aber... Oh, Cancel! Okay, gut. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Kein Glück. Hopp. Reina! Oh. Instant. Okay, schwarz-rot. Okay. Aber wollen wir mal, Baby. Fight. Naja. Ja, das ist gut. Tja. Ich kann immer noch aus ganz wenig viel machen. So. Fight. Ich fühle hier so ein paar Drops, aber was soll man? Ja, ist gut. Das ist optimal. Ja, okay, es geht. Kampf gewonnen. Du musst einfach die richtige Entscheidung treffen, Baby. Und... aus dem Bildschirm! Woo! Ganz jeder Schlag. You win. Ah. Kein Rückmatch! Okay. Unsere zweite Rainer, die wir gekickt haben. Ich meine, man kann Rainer direkt spielen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie man gegen eine Xiaoyu kämpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Xiaoyu hier treffe, ist gleich 0. Bei weniger als 2% aller Tekken 8 Spieler, sie spielen. Laut Statistik erstmal. Das könnten so, also ungefähr bei 2 Millionen, über 2 Millionen Spieler, 40.000 ungefähr, wenn ich das jetzt nicht so hoch gerechnet habe, aber ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, ich werde selten auf Neuromatches treffen. Aber naja, mal gucken. Wenn es mich trifft, bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht kann ich ja was lernen. Aber sehen wir uns beim nächsten Kampf. Get ready for the next battle. So, unser nächster Kampf. Eine Azucena. Oh, warte. Ist das vielleicht jemand, den ich kenne? Ich habe jetzt nicht auf den Namen, aber nein. Fight.
aufschlussreich aus. Round 2. Fight. Einfach! Einfach, weil ich kann! Nochmal! Achso, du setzt das gleiche an, okay. Das geht. Das geht. Ansturmkick, bumm, und ich kann noch weitermachen. Und Cancel, ich krieg keine Rückkämpfe mehr. Jetzt geht's los, Leute. Aber, meine Damen und Herren, das wär's mit, ich hab schon fast die Zeit vergessen, das wär's mit dem zweiten Rang-Match-Video zu Tekken 8. Mit Link Shoyu. Wollen wir schauen, wie wir uns weiterschlagen werden. Ja, also bisher läuft das ziemlich gut. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ist ja auch noch, ich sag mal so, das Spiel ist gerade mal ein Monat raus zur Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, ich produziere vor, Leute. Aber ich muss schon sagen, ich habe ein gutes Fundament mit Link Shoyu. Es ist auch ziemlich schwierig, gegen die zu spielen. Das gebe ich zu. Also wenn ich jetzt gegen einen guten Shoyu-Spieler spielen soll, ich glaube, ich werde auch alt aussehen. Ich müsste sehr viel lernen wahrscheinlich, wie man halten könnte. Bisher habe ich jetzt keinen wahnsinnigen Problemgegner. Klar, wir haben Niederlagen auch davongetragen durch eine Alicia. Alicia ist auch meines Wegens... Ja, irgendein Bullshit kommt schon. aber... Das ist nur auf den Charakter bezogen, nicht auf den Spieler. Und einmal Jin. Jin ist, wenn er richtig aggro ist, boy, boy, boy. Also wenn man da richtig gut halten kann, dann geht's ab. Ich hatte Gott sei Dank noch kein Lars. Aber so bisher, ja. Ich vermisse ein bisschen Horeng. Zweimal Dragunov. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber es geht. Es geht tatsächlich. Naja. Alles klar, das wäre soweit meine Meinung erstmal, meine zwei zu den zwei Sessions erstmal, die ich gemacht habe. Ja, ich habe sie hintereinander aufgenommen, aber alles geil. Ja, ich hoffe, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like hier und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Tekken-Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist GameSense 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es heißt... Get ready for the next battle. Bye bye!